Eins. Mochi. Also, eins. Ja, genau. Erstmal eine Testphase. Eins. Zwei. Dras. Eins, zwei. Dras. Au, es macht Spaß. Jungs, hier das versprochene AOS-Game. Oh, mega. Das ist ja ganz cool. Ich spiele heute das erste Mal live für euch AOS. Denn ich möchte unbedingt ein Video dazu machen. Ich habe noch nie AOS gespielt. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Viertelstunde Ihnen zugehört, was die Regeln angeht. Mir Platz das waren ungefähr 10 Minuten. Ich war 40 Minuten nicht da. Echt? Doch so lange? Ah, waren es doch nicht 10, waren es mehr. Ja, weil ich ja eh so ein Regel-Nerd bin, mega. Ich weiß auf jeden Fall, es geht darum, man muss sich bekämpfen, das kann ich auch sagen. Oh, fett, Junge. Echt? Oh. Unglaublich. Ja, aber Moment mal, Alter, jetzt mal nicht tief stapeln. Wir haben extra für diesen Bad-Trap, exklusiv, eine neue Kraken-Mat. Hier. Oder ich glaube, das ist auch das Einzige, was geil auf diesem Tisch ist. Desert Havoc. Junge, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Kosten generell nie scheuen. Und haben hier extra für diese Platte angepasstes Gelände. High-End-Painting, geiles Zeug. Oh, jetzt habe ich das kaputt gemacht. Das haben wir hier noch direkt aus dem örtlichen China-Restaurant Wu Ming geklaut. Hier. Das da hinten nicht, das war noch nicht fertig. Klick, klack, ding, dong. Mozis Armee, geil bemalt. Aber das Gelände stimmt oder so noch nicht. Wir wollten doch noch den Opel da hinstellen, Junge. Und das Alien, hatten wir doch gesagt. Oder ist dir das jetzt zu billig? Nee, wir können alles hinstellen. Geil. Ja, das heißt, wir müssen noch ein bisschen das Gelände aufbauen. Ihr seht es eh, da wird noch was vorbereitet. Hier die Bäume. Ich will nicht so die Bäume so dahin. Ich will meine Kiste mit den Bäumen. Nicht immer so ohne meine Kiste mit den Bäumen spiele ich nicht. Das muss auch sein, denn wir haben ja eine fette Story mit dabei, Leute. Aber eine richtig fette Story. Die haben wir nicht jetzt erst uns gerade überlegt oder irgendwie aus den Fingern gesaugt, sondern wir haben uns tagelang hingesetzt und überlegt, was wir machen. Soll ich die Story einfach zwischendurch schon mal erzählen? Ja, klar, also raus, weil so eine fette Story hatten wir noch nie. Also, folgendes. Das hier ist ja Desert Havoc, aber man könnte ja auch meinen, man sieht ja hier teilweise Öl oder Space oder so, wie auch immer. Das liegt an Folgendem. Diese Karte hier, dieser Planet ist irgendwie im Warp gewesen und jetzt auch schon wieder raus aus dem Warp. Ja, Zeitschleife hat er auch. Und genau, und in dieser Zeitschleife, da hat er einiges mitgenommen. Er war nämlich zum Beispiel in den 60ern und hat diesen Opel Blitz eingesammelt hier. Dann, dann war er noch hier im Wasteland, ist er auch vorbeigeschaut. Ja, bei Cash and Loans hat er nochmal versucht, der Baum irgendwie in die Bank zu knacken. Dann haben sich zwischendurch mal ein paar Leute da angesiedelt, die wollten ein bisschen Strom auch haben, haben schon mal so Dinger hingebaut, aber dann gemerkt, wir haben ja gar kein Kraftwerk. Aber da war der Planet schon wieder weg. Aber das Ding hat er mitgenommen. Hier, für den Chinesen, wenn hier irgendwie Essen über ist. Ne? An alles ist gedacht. Ja, ja, und das passt auch ganz gut zusammen, denn heute seht ihr hier Nörgeldämonen, Junge. Nicht nur Nörgeldämonen, sondern auch noch ein bisschen Chaos, aber vor allem Nörgeldämonen. Junge, was geil. Boah, das müssen wir uns gleich im Detail angucken. Alter, sind die geil bemalt. Da hast du aber einen geilen Graueffekt hinbekommen, Junge. Da bin ich aber gleich mal auf die Close-Ups gespannt. Den Skill werde ich aber auch nicht verraten, auch wenn ihr noch so sehr battelt, okay, wie ich das hinbekommen habe. Ja. Weil, versucht mal, selbstmodulierte Ogre so anzumalen, als sehen sie aus, als wären das GW-Modelle. Unbehandelt. Das ist nicht so leicht. Sogar Forgeworld. Forgeworld. Das ist nicht leicht. Ja, also die Armeevorstellung kommt gleich im Detail und auf der anderen Seite mit eingesammelt hat der Planet die Sylvanet vom Mozi. Und da muss man ja sagen, die sind geil. Haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber die sind auch geil, Leute. Die sind auch geil bemalt. Mega. Ja, aber auch da, Armeevorstellung kommt noch.
Wir auch alle selbst modelliert, weil natürlich sie kein Geld hat. Ich habe die aus feinsten Draht habe ich die zusammengedreht. Draht und Play-Doh-Knete. Oh, geil. Da gibt's aber auch so geile Formen von Play-Doh. Draht und dann immer mit Klopapier und Leim. Oh, echt so? Ja, sicher, voll auf Style. Da ist aber schon keinen Bock mehr, schon einfach irgendwie kleine Blätter dran geklebt. Ja, aber boah, hat cool. Auch. Ja, finde ich auch. Okay, Leute, wir räumen kurz das Spielfeld auf, denn diese komische Kiste gehört nicht dahin. Nicht, dass man denkt, hier steht irgendwie was auf dem Spielfeld, was nicht hingehört. So. Ja, und dann gibt's gleich eine kurze Vorstellung. Hau da rein. Ja, mache ich ja. Ich erkläre ja alles, während ihr spielt. Ist es so? Aber wir wissen, was das selber nicht ist. Oh doch. 1, 2, Drass, au, es macht Spaß! Ich hatte gedacht, so eine neue Begrüßung. Geil, ernsthaft? Die wird jetzt cool? Das ist jetzt die neue Begrüßung. Scheiße. Nicht? Das ist geil, ich brauche das Nebra, Junge. Was sie? Doch, komm jetzt! Doch, der ist geil. Was 1, 2, Drass? 1, 2, Drass! Au, es macht Spaß! Das ist geil. So, du, oder? Wir müssen das, weil wir sind jetzt auch zu dritt so. Also so, 1, 3. 1, 2, Drass. 1, 2, Drass. Ah, oh, es? Nein, das geht nicht. Und dann zusammen so macht Spaß. Macht Spaß. Boah, das machen wir jetzt. Das versuchen wir, üben das jetzt. So, Mochi. Also, 1. Ja, genau. Erstmal eine Testphase. 1. 2. Das. A. O. S. Macht Spaß. Spaß. Geil, Junge, das wird geil. Du musst mitmachen. Ja, komm. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Ah, hau den mal. Ich bin wieder hingefallen. 1, 2, 3. Was? Bei 1, 2, 3 und dann nochmal 1, 2, 3, oder was? Nein, ist ja dann 1, 2, Drass. 1, 2, 3. 1, 2, Drass. Das ist doch nicht so schwer, Junge. Okay, nochmal. 1, 2, Drass. A, O, S. Macht Spaß! Oder auch nicht. Wo warst du denn jetzt? Guck mal, jetzt gerade ist die Gelegenheit, dass nicht wieder so ein Ding ist, wo dann alle immer, oh, der Mozzi, der Trendsetter, und du dann sagst, boah, Leute, hier fickt euch, sondern jetzt ist mal was, wo du dann immer sagen kannst, boah, Alter, hier der Meier hat sich das auch gesagt, boah, das ist ein Mom oder so. Genau. Und dann ziehst du da nicht mit. Das geht doch nicht. Oh. Komm, richtig. Eins. 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 Du lässt ja alles drin, Schwein. Und dann wird das schon geil schneiden. So. Eins. Zwei. Was? A, O, S, macht Spaß! Ja. Geil, Junge! Geil. Mega! So, erzählt doch mal, was wir heute machen. Oder was ihr hier heute macht. Ich bin raus. Also, haben wir das nicht gerade schon aufgenommen? Die Storytime und so. Ja, aber stellt euch doch mal vor. Eure Armeen oder Hallo. Keine Ahnung. Mein Name ist Philippe Maximilian Meyer. Ernsthaft? Wer ist Maximilian mit zweiten Namen? Mit zweiter? Mit zweiten Namen. Mit zweiten Namen heiße ich Maximilian. Oh, verdammt. Wie aus dem Film Das schwarze Loch. Hey, ja. Hallo. Maximilian. Das ist die Pfeife und die Pfeife lernt heute AOS. Mit einer halb bemalten, wenn überhaupt, Anfang gemalt. Maximilian hat einen Todesroboter. Ich glaube, der hieß Maximilian. Wenn der losgegangen ist, dann hatte der auch immer solche wirbelnden Scherenhände. Jetzt weiß ich, warum eure Wasteland-Videos 5 Stunden gehen. Maximilian. Also eigentlich ein geiler Name. Phil Maximilian Meyer. Und wir haben hier... Mozzi. Mozzi. Heute lernt die Pfeife AOS. Deswegen hat er heute seinen Leibwächter Deli dabei. Lerne ich nicht, sondern ich werde dazu gezwungen, es jetzt hier zu spielen. Gezwungen? Wir können auch Alien spielen. Ich habe es dir angeboten. Ich bin immer da, wo der Bro ist und der möchte, dass ich das heute spiele. Und deswegen mit einer halben Armee. Auch das.
Das ist wegen der Zeitschleife. Also das ist alles völlig logisch. So. Wegen dem Warp? Also ja, Leute, auch wegen dem Warp. Normalerweise spielen wir nur mit bemalten Figuren, nur mit bemalten Gelände. Und heute ist wieder so ein Tag, wo wir alles über den Haufen werfen und auch einfach mal in die Kamera qualmen. Was heißt denn heute? Wir haben noch nie ohne... Doch, der letzte AOS-Battle wurde auch mit so einem gekrümmelt. Ja, dann lassen wir doch einfach einen neuen Style erfinden im AOS. Das ist dann der neue, unbemalte Style. Oh, dann sehen wir aber Flussechsen sehr oft, wenn die unbemalt gespielt werden dürfen. Nein, das ist jetzt erstmal nur so. Wir müssen ja mal reinkommen. Es ging einfach darum... Genau, viel zu tun im Moment, keine Zeit, das jetzt auch noch zu machen. Wir wollen jetzt aber mal AOS zocken und ich habe auch richtig Gas drauf. Das geht jetzt voll ab. Ich bin schon total aufgeregt und deswegen möchte ich jetzt unbedingt AOS zocken. Und deswegen 1, 2, 3, AOS macht Spaß! Na ja, wir spielen AOS. Wir spielen 1000 Punkte nach dem... Ja, der liefert das jetzt nicht so witzig. Nach diesem Generals Handbook. 1000 Punkte, er spielt Nurgle, ich spiele meine Silvernet-Armee. Ja, was spielen wir? Was für ein Buch? General's Handbook. Milchboller. Boah, ey. Geil. Ich hab keine mehr. Ich hab gerade das letzte gefressen. Ja, wir sind lecker. Danny hat bestimmt noch nur zwei Soft vom letzten Mal. Nee, leider nicht immer. Bestellen wir? Nimm zwei Soft. Find mal einen. Mit Vitamine. Zum Naschen. Was ist eigentlich jetzt mit euren Armeen? Habt ihr die schon vorgestellt? Ich kann ja mal meine vorstellen, da werdet ihr Augen machen. Aber da brauche ich den Daddy bei, weil ich kann nur sagen... Leute, schaltet weg, das Video wird nichts. Das wird geil, warte mal ab. Du wirst mich gleich zerreißen, aber das ist ja auch okay. Oder auch nicht. Weil ich habe ja den Daddy im Hintergrund. Bleibt jetzt der VW-Bus eigentlich stehen. Also kein VW-Bus, Junge. Das ist ein Opel. Interessiert mich nicht. Bleibt der Bus da stehen. Das ist durchs Wort. Du kannst das Gelände nicht einfach verändern. Spiele ich nicht hier immer so gottgleich auf. Alter, ich baue mir gleich ein paar Wälder hier. Mal Witz auf mir. Alter, das Ding, der Planet hier, der ist Jahrhunderte, Jahrtausende durch den Warp gereist und durch die Zeit. Komm, da kannst du jetzt nicht einfach hier so einen Bus da wegnehmen. Das ist richtig. Machst du jetzt Armeevorstellung? Ich mache die Armeevorstellung. Danke. Armeevorstellung, Nörgel und Krieger des Chaos, hier bei dem Herrn Pfeife. Was haben wir denn dabei? Ich fange an hier mit meinem Admiral. Das ist Lord of der Plage. Lord der Plage. Lord der Plage, aha, okay. Ja, hier in einem klassischen GW Grau angemalt. Einmal leicht getuscht mit viel Lamia Medium, dass die Konturen nicht zu krass rauskommen. Mhm. Ohne Base, weil ich finde, ohne Base immer realer zum Untergrund. Ist bei AOS auch viel geiler, weil Base zählt da ja eigentlich nicht. Richtig. Also alles richtig. Deswegen gemacht, kann auch nicht angegriffen werden, weil niemals im Base-Kontakt. Ganz genau. Das ist der Trick dahinter. Sehr cool. Okay. Ja. Wer ist dabei? Da, das ist dein General. Auch. Ja, Skills sagt dann euch der Daddy. Genau, müssen wir noch auswürfeln und so. Und der hat ganz viele Skills, das kommt dann immer im Spiel. Dann habe ich einen Herold. Auch ein Leader, also auch ein Held hier. Ja, jetzt. Ein Held des Nörgel. Der hat auch irgendwas. Aber angemalt diesmal. Das ist auch so der alte Style. Naja, stimmt. Ja. Ne? So, aber auch noch nicht fertig. Dann habe ich hier 2, 4, 6, 8, 10. Wie heißen die denn, die Einheit? Die Einheit heißt, das ist die Plage des Nörgel. Ach so. Die Plagen solchen Läufer des Nörgel. Ah ja, okay, gut. Mit Flöte. Mit Flöte und Banner, ne? Und Glocken. Und Glocken und Einheiten-Champion. Ein Einheiten-Champion, der macht in der Regel immer so, dann hat er eine Attacke mehr. Oder das, so. Das müssen wir gleich nochmal nachlesen, genau. Okay. Mega. Dann viermal Nörglinge hier. Ja. Einmal, dreimal hier als Riesenhaufen. Einmal hier tanzen die paar hier um so ein paar Blümchen. Ja. Auch da zu den Regeln, drei Stück kosten 100, aber wir haben das dann umgerechnet, also ein Base kostet dann, keine Ahnung, 26, 27 Punkte und der Pfeife hatte die Punkte noch frei, deswegen hat er dann hier ein viertes Base mit dabei genommen. Dann haben wir hier die Seuchentrolle, glaube ich, heißen. Genau, Baltrolls, Seuchentrolle. Hier auch wieder klassisch, aber diesmal in Forge World grau angemalt. Cool, mit Airbrush oder... Nee, das ist alles mit dem Artifice Micro
Pillemann Pinsel von GW. Mit also diesen geilen Teuren, der so geil die Details macht. Genau, und viel Wasser, damit du auch die Übergänge und die Pinselführung nicht so siehst. Mhm. Das sieht sehr realistisch aus. Auch der Schatten kommt gut. Ja. Ich sage euch, das ist der neue Trend. Ihr werdet jetzt lachen, aber das ist der neue Trend. Malt so, als wären sie frisch aus dem Karton. Sehr geil. Ist mir gut gelungen. Ja. Hier habe ich verkackt. Da wollte ich es auch so malen, aber irgendwas ist da passiert. Das sind hier solchen Blütenbienen. Solchen Blütenbienen. Genau. Das Nörgel. Das Nörgel. Ja. Die Reiter müsst ihr euch jetzt denken. Vor allem da, da müssen wir gleich mal gucken, wie man das merkt. Natürlich ist einer der Champion, einer der Musiker, einer der Standardträger, damit alles hier geil mit Sonderregeln. Ja, er ist der Musiker, weil der hat hier so die Nase in der Hand, als wäre es eine Trompete. Das ist der Champion, der hat hier auch hier die Dorn-Scheiße. Und das ist der kleinste Pisser, ist einfach nur so einer irgendwie. Cool, merkst du dir alles. So, und jetzt hier. Jetzt kommt hier mein Riese. Den habe ich schon echt lange, bestimmt schon anderthalb. Nee, wie lange habe ich den? Den hast du echt lange. Den habe ich lange. Der steht auf jeden Fall schon ewig da rum. Den, ich kannte ja auch kein Fantasy oder so. Fand ich einfach nur als Modell geil. Und heute sagte Daddy, spiel den doch, weil den kannst du spielen. Und das ist jetzt ein Chaos-Riese. Ja. Ja. Mega. Der kann ganz viele Nahkampf. Der kann richtig alle kaputt hauen. Und hier nochmal hier die Zehennägel hier. Zehennägel. Eingerissen. Oh, ja. Der hat Pilz, Nagelpilz. Ja. Kollege. Arme Sau, ey. Naja, gut. Ja, das ist so meine Armee, Jungs. Ja, 1000 Punkte, Nörgel, Chaos, Gedöns und... Was ist mit ihm? Hat er Kopfschmerzen? Hier, es gibt auch Chaos-Abilities noch. Da muss der Pfeife gleich mal ein W6 würfeln und am besten jetzt schon direkt. Ja. Hier natürlich stylisch mit Nörgel würfeln. Ja klar, nein, immer mach alles. Mal, mach also mal ein W6. Lass mal gucken, was du kannst. Fünf. Terrifying Presence. 1 abziehen vom Bravery-Wert von allen Einheiten, die innerhalb von 3 Zoll zu deinem General sind. Also die haben einen schlechteren Bravery-Wert. Weil nur er meine so auch? Oder der Gegner. Der ist der General. Das ist der Leader. Der Plagendings des Nörgel. Hinzu kommt, er kann was machen und zwar genau, eine Einheit bestimmen innerhalb von 8 Zoll zu seinem General oder einem anderen Helden von seiner Armee und dann würfelt er einen Würfel auf 6 oder mehr, dann bekommt die Einheit dann bekommt die Einheit 1 zu allen Angriffs, also zu allen Hitrolls. Er hat so eine Fähigkeit, so eine Plagenfähigkeit, wo Einheiten in seinem Umkreis irgendwie tödliche Wunden kriegen, nur Nörgel-Einheiten nicht. Und das kann er auch weitergeben an eine andere Einheit in so und so viel Zoll um ihn, als Generalsfähigkeit. Sehr geil. So, und Herr Pfeife kann jetzt nochmal ein W6 würfeln für ein dämonisches Artefakt, das, was sein Held hat. 1. Du musst das Gesicht filmen. Nee. 5. Favor of the Gods. 1. Oh, geil. Er hat einen Lebenspunkt mehr. Er hatte normalerweise 7 Lebenspunkte, weil Nörgel, jetzt hat er 8. Einfach so. Und er hat auch noch eine geile Fähigkeit. Er kriegt nämlich einen Lebenspunkt wieder. Immer. In jeder Generalsphase. Einfach so. Geil. So, aber genug vom Nörgel. Gehen wir rüber zu dem Silvernet Kröpzeugs. Möchtest du das selbst machen? Ja, oder? Nein. Nein, okay. Dann mache ich das. Ja, Moment, dann gehe ich hier rum. Du bist Kameramann. Du bist Kameramann. Du bist Kameramann. Das ist übrigens die neue Nebelmaschine. Ja, hier, Jungs, hier. Ich bin im Moment hier auf 27,6 Watt. Hier. Fett. Watt? Ja, Watt. Ja, wie Watt? Ja, was willst du jetzt von mir? Was auch? Ja, Achtung, ich schieb mal hoch. Ich hoffe, du verbrennst dir den Mund, aber ey. Achtung. Das ist schon mal ein bisschen besser als vorher. Mega. Ja. Ja, sehr schön. Ja. So, aber trotzdem, Leute, jetzt mal ernsthaft. Hier, aus den Nebeln von Avalon. Yeah, Jungs. Da brauchst du keine Nebelmaschine mehr kaufen. Mega. Ja, also hier, 1000 Punkte Silvernet. Was gibt's denn hier? Erstmal mein General, mein Tree-Lord Zauberer. Ja. Katakan, da würfeln gleich noch. Dann haben wir einmal Colonel Tantos mit Bögen. Einmal Colonel Tantos mit Schwertern. Und 2 Einheiten Triaden mit 14 Modellen. Ja,
Das hier war die Cheater-Einheit im Nahkampf und das waren die, die 30 Zoll weit schießen. Ja, wo du gedacht hast, die schießen auch nur 24. Ja. Okay, ja, und dann noch so wie drüben auch 1W6 für Kriegsherrnfähigkeit, ne? Hätten wir die 5. Kriegerbade. Kriegsbade. Du kannst 1 zu allen Angriffswürfen für befreundete Einheiten addieren, die sich innerhalb von 10 Zoll um deinen General befinden. Nicht schlecht. Nächste einfach Seite. Mal weiter Angriff. Ein ja, und Zauber jetzt noch ein Artefakt. Achso, Zauber hast du ja auch. Oh. Die 6, ein Baumlied. Ein Baumlied. Das ist wieder mit den Wäldern verschieben. Ah ja, Baumlied, Wälder verschieben. Süß. Und jetzt aber noch ein Artefakt. Kannst du uns das Lied mal vortragen, Mozi? Ich zeig dir gleich mal ein Lied, da gehen wir aber mal vor die Tür, Kollege. Das steht, glaube ich, in dem War Scroll. Man muss das singen, dann darf man den Baum noch einen Zoll weiter verschieben. 1, 2, was? Au, es macht Spaß. So, komm, Artefakt hier. Artefakte. Die 6. 6. Zaubergeflecht. Ah, wirf jedes Mal einen Würfel, wenn der Träger eine nicht verhinderte Verwundung natürlich Verwundung erhält. Bei Magnus von 6 wird die Verwundung ignoriert. Also sowas ähnliches haben die meisten Dämonen da auch auf 5. Sowas wie ein Feel No Pain. Arkane Schätze kriegt er noch vorher einen Zauberer. Die auch noch. Ja, sicher. Cheater. Die 2. Stab des Kriegslieds. Hört sich alles total geil an bei dem Zauber. Oh ja, jetzt kann ich zweimal Baumlied. Der Träger kennt den Zauber Baumlied. Ja. Also kannst du zweimal den Wald verschieben. Na, aber nur wenn er singt. Ich darf ja nur einen Zauber. Muss er denn auch singen? Ja klar, steht im War Scroll. Wenn der, da steht, glaube ich, sinngemäß drin, wenn der Anwender das Lied singt, darf er den Baum um 6 Zoll mehr verschieben als sonst. Mal. 2 bei Mozi. Das will ich geklärt haben mit dem Singen. Das ist, das könnte ja das Spiel, ja, ne? Könnte den Spielverlauf tierisch verändern. Ja, aber bei AOS, ihr wisst das doch. Oh, der Pfeife, bitte. Bei AOS, ihr wisst das doch. Es gibt Kurt Hellbock zum Beispiel, da steht, wer den größten Schnurrbart hat, darf irgendwie irgendwelche Würfelwürfe wiederholen. Jetzt im Ernst, darf steht da drin. Bei den Zwergen eintrinken? Bei den Zwergen ist auch was für Trinken. Immer wenn man einen trinkt, dann weiß ich nicht, kriegt man irgendwas. Sehr geil. So, Pfeife darf ausrufen. Von wo spielt er denn? Von so dort so? Oder von hier? Oder von da drüben? Ich würde sagen, wir spielen so und ich bleibe direkt hier. Schön. Wer anfängt? Ja, doch, wer anfängt? Echt? Ist das nicht, also wer anfängt aufzustellen? Okay. 5 und 1. Ich bin eh voll fertig. Das heißt, der Pfeife fängt an, genau. Und das ist ein so ein Ding bei AOS. Es wird jetzt abwechselnd aufgestellt, aber wer zuerst fertig ist, der fängt auch an, wenn er will. Okay. Wir gucken mal, wie aufgestellt wird. Wie weit darf ich von der Achso, genau. Jetzt nämlich wieder das Geile. Du hast bis zur Mittellinie aufgestellt. Der cheatet, der versteckt da was. Der versteckt da was. Du darfst bis zur Mittellinie aufstellen. Aber darfst bis zum Mittelstrahl Zoll, aufstellen. Einheit muss dann wieder 12 Zoll von deinen Einheiten. Mittelstrahl. Ich schätze 24 Zoll ist bis zur Mitte. Ja. So, das heißt, du dürftest dich jetzt direkt da vorne schon hinstellen, aber achte auf den Wald, denn wie ich vorhin gesagt habe, wenn du durch einen Wald rennst oder durch einen Wald angreifst, dann könnte es sein, dass deine Modelle sterben, ach so, weil er hat so eine Cheater-Regel. Kann er denn durch sein Waldlied, könnte er denn durch das Waldlied den Wald in meine Figur reinmorphen? Nee, das darf man nicht. Nur wenn er singt. Das steht in dem War Scroll. Außer deine Einheit ist in dem Wald, dann kannst du dich mit dem Wald bewegen. Ich will, dass er singt. Ja. Dafür will ich ihm sogar einen Free Waldlied Song genehmigen. Also. Jetzt bitte aufstellen. Ich mache jetzt einfach hier direkt Palabo. Wo ist denn hier die Grenze, Dave? Geschätzt. Links und rechts ein Stück weglassen. Oh, schön. Haben wir gedacht. Der Riese steht. Ja. Echt? Boah, jo, ja gut. Fangen wir mit dem Riesen an. Wenn er da 30 Zoll ballern kann. Ja. Gibt es hier irgendwas wie mit Deckung bei 40k? Wenn man in einem Geländestück drin steht oder in einer Geländezone, dann kriegt man plus 1 auf seine Safe Roll. Das ist ein Riese für eine Bewegung. Ach nee, ich fange hier. Ich meine 8 Zoll, wenn er unverwundet ist. Irgendjemand hier von den Einheiten hatte, meine ich, so eine Sonderregel, dass er irgendeinen Decker besser kriegt bei Beschuss wegen Fliegenplage oder so, aber weiß ich jetzt nicht mehr. Einfach mal machen. Naja, Mozi hat eh eine Cheater-Armee, von daher. Ich sehe das schon, der Riese ist jetzt gleich in der ersten Runde schon tot. Ja. Oh, und dann geht das los hier. Dafür müsste er alle 12 Attacken, die er hat, direkt auch durchhitten. Nee, er nimmt einfach seine 15 Schuss von diesen Wichsern da. Er nimmt 6. dem 6 nur. Was ist denn, wenn ich im Nahkampf bin? Er schießt in den Nahkampf. Das ist egal. Na gut. Au, es ist komisch. Weiter geht's. Ja, also, dort steht ein Riese, schön aggressiv. Da stehen die
Nahkampf-Mega-Viecher. Die sind echt total krank. Und was steht jetzt hier als nächstes? Oh, der Herold, das ist Nörgel. Und er guckt auf den Riesen, die unterhalten sich gerade. Hey, Junge, geh da lang, krieg ich jetzt gleich das Ding. Junge, du hast da irgendwie voll einen Schurf am Bein, Junge. Und dann kommt er mit dem Ding jetzt so, bam, direkt weg. Erste Aktion. Ich will damit die Glocke spielen. Geil. Auch geil, er bewegt sich und immer dabei so kling, immer so ganz leicht die Glocke, die so, Ich finde das geil. Oh, hier kommt eine Einheit. Wie heißen die Dryaden? Nee, wie heißen die in echt? Dryaden einfach. 14 Stück, ne? Ja. Weil, habe ich ja schon gelernt, wenn das mehr als 12 sind, kriegen die irgendeinen Bonus. Ja. Ja, du musst jetzt nur aufpassen hier. Du musst 12 Zoll von dem weg sein. Das ist nämlich jetzt der tricky Part, siehst du? So, geht nämlich schon nicht. Ja, wir machen so wie beim letzten Mal auch Basis zählen. Also jetzt sieht das einer, kommt, die Waffe ist ja näher dran oder so. Ja, aber Basis zählen und so. Nehmen wir nicht so genau. Hier ist er. Ist er AOS. Macht Spaß. Ja klar, immer Aufwand. Oh, hier jetzt hier so. Was kommt jetzt? Nörgelinge. Vier Stück. Keine 48 Zoll Platte. Dort. Nee, Meyer will voll auf Schnauze. Ich gebe jetzt voll Krawall. Der Baumlord, der Chef. Kann ich durch meine eigenen Leute durchlaufen? Lauf nicht, ne. Oder muss ich Platz machen? Muss Platz machen. Kannst du da durchlaufen. Mr. W. Mr. Werder Bremen. Fertig. War eine Frage an dich. Achso. Ob du durch deine eigene Einheit gehen kannst. Gehen kannst, ja. Nein. Oh, nee, das kann ich nicht machen. Hier. Warum kannst du das nicht machen? Antwort, nein. Tja. Nörgel Generalski. Da hinten nochmal Dryaden. Oh, und damit stehen dann schon alle vom Mozzi, ne? Hm. Ja. Und hier müssen noch einmal solchen Typen und die Drohnen hingestellt werden. Das heißt, der Mozzi ist um einen schneller fertig gleich. Fängt also an. Wenn er denn möchte, er muss nicht. Tunnelspannung schon. Die können auch schießen bei dir, ne? Aber nur 14 Zoll Reichweite. Die auch. What? Richtig. Nur 48 Zoll Reichweite, ne? Nur 48 Zoll, ja. Wie Raketenwerfer bei 40k. So. Können die jetzt da drüber schießen, weil die größer sind, oder nicht? Bäh? Du musst schon sehen. Ja, aber erstmal stehst du schon mal nicht in 12 Zoll da, Junge. Also du stehst in 12 Zoll, das ist das Problem. Das ist ja das total taktische Hin und Her. Wie sieht das denn aus? Muss ich drum herumlaufen? Kann ich da drauf, da runter? Wie ist das hier bei OS? Kannst du auch durchlaufen, ist gar kein Problem. Ein Geländetest machen, irgendwas? Nee. Auch nur auf 12 Zoll, wenn mit Sicht oder wie bei Redlings? Nee, richtig 12 Zoll, das ist egal. Also du darfst nicht versteckt näher dran, das geht hierbei nicht. Ja. Also nicht hier beim Aufstellen jetzt zumindest. Also, wo stehen die jetzt? Dann stehen die jetzt hier. Kommen da gleich so von der Seite oder was, oder wie? Ja, drei solchen Drohnen. Oh, was ist denn das? Fotolicht! Fotolicht! Kobolde am Start. So, fertig. Ich habe das taktisch genau ausgeklügelt hier in meiner Aufstellung. Kann ich anfangen? Cool. So, aufgestellt ist, ihr habt es mitgekriegt, wie die Aufstellung ist. Hier nochmal kurz Übersicht. So sieht's aus. Der Herr Mozzi entscheidet sich dafür anzufangen. Könnte man theoretisch auch den ersten Step abgeben? Ja. Deswegen hatte ich ja gerade noch gefragt, aber er entscheidet sich natürlich anzufangen. Natürlich. Guck mal hier, geil, Nörgelwürfel. Fett. So. Generalsfähigkeit. Generalstimmgeisterlied, auch ein Lied. Das musst du aber jetzt mal bitte vormachen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Oh, das war schon cool. Schusswürfe von 1 werden wiederholt. Für alle. Von 10 Zoll von ihm und dann die Typen das übertragen. Für alle. Ah. Gleich, wenn die richtig stehen. Doch, ist so ein bisschen wie diese scheiß Spur und nicht Spur hier, die Pisse da. Ja, Synapse. Genau, also die anderen Großen, die machen das auch, die geben das weiter, so wie sein General. So, dann mache ich einmal ein wortlose Verständigung. Alles taubstumme hier. Geht das alles hier so über Blätter rascheln? Aber mit einer 1 hat er irgendwas nicht geschafft. Ich habe keinen neuen Wald beschworen. Es tut mir leid. Oh, was willst du? Ja, du hast ja auch das Baumlied nicht gesungen, Junge. Ja, das ist echt verdammt. Ach, kann ich halt auch machen.
Könntest du Zauber, auch genau. Zauber ist auch in der Gewohnheitsfähigkeit. Können die kleinen Penner da schießen? Können die da? Ja. Nein, nur die und die. Mhm. Obwohl die ein Schwert haben, können die schießen. Die und der. Ach der, dann sag doch nicht die und die. Dann sag doch der und die. Das ist genauso, wenn ich fragen würde, bist du ein Paar? Ne? Ja. Ah, hat ja jetzt auch keiner verstanden. Was dauert denn hier so lange? Es tut mir leid, ich muss gerade mal gucken. Hier, Arcanes Geschoss nehme ich heute mal. Oh ja, das ist einer von den Standardzaubern, ne? Ja. 18 Zoll. Jetzt guckt er bestimmt, ob der Riese in Reichweite ist, weil er da nämlich ganz große Angst vor hat. Nee, Riesen töte ich auch so. Ach so. Aber der Riese ist nur in Reichweite. Ja, das war mein Maßband, richtig? Ja. Cool. Aua. Hoffentlich tut es weh. Einmal Arcanes Geschoss. Stefanovic Verschoten. Kutschnick. Mit einer 10 schaue ich den. Ja. Und dann. Stopp W3 tödliche Wunden. Hast richtig? Du Zauberer? Nein. Okay, W3 tödliche Wunden. Ja, natürlich. 3 Wunden schon direkt beim Riesen. Das heißt, 8 Zoll Bewegung hat sich jetzt schon erledigt, denn der hat bei 0 bis 2 Wunden alles normal und jetzt hat er schon den ersten Abzug. Mega. Tödlich heißt, kann man nicht rüsten. Ja, richtig. Und jetzt habe ich. Achso, du machst jetzt nicht sein, wie viele Wunden der schon hat. Ja, ist okay. Einfach Windtabellen. Okay. In Bewegungsphase. Das heißt, was kann ich jetzt gleich nicht mehr? Müssen wir dann gleich in die Tabelle da gucken oder auf den Warscroll vom Riesen, aber der bewegt sich zum Beispiel weniger weit, hat eventuell schon weniger Attacken. Ich glaube da noch nicht, aber müssen wir gucken. So. Ist ja gay. Ja, Bewegungsphase. Oh, geiles Schild übrigens. Fett. Ja. Ja, nach vorne Bogenschützen leicht angepasst. Hier die Walddinger, die, wie heißen die, Schwertdings? Cornetantas mit Swords sind jetzt auch ein Stück noch nach vorne gelaufen. Der Baumherrscher ist hier auch aufgerückt. Und jetzt, was machen die letzten Dryaden? Gehen über die Flanke? Nee, nicht wirklich. Einfach nur ein Stück nach vorne. Was sind das denn für Sissys? Das ist schon sehr aufregend, das Spiel. Ja, geht ab, oder? Also die bleiben da so im Wald, verstecken sich so ein bisschen. Warte. Oh, er wollte da ein bisschen Parcours machen, aber war nichts. Schießen, schießen, schießen. So, Bewegungsphase vorbei, Schussphase. Schießen, schießen, schießen. Wer schießt denn? Fangen wir mit dem Tree Lord an. Der Tree Lord. Schießt mit seinem Stab. Ja, das war das mit dem einen Schuss nur, ne? Ja. Auf was trifft er denn? Auf wen schießt er denn? Wie viel Lebenspunkte hat das Nörgelviech? Welches Nörgelviech? Das ist alles von Nörgel. Der Herold? Ich glaube 5. 5? Ja, ich glaube. Dann schieße ich auf den Herold. Der Herold hat... Cancel! Herold. 5. Auf 2 plus triff ich? Ja. Trifft. 3 plus zum Wunden. Wunde. Minus 1 auf Rent. So, das heißt, du hast jetzt erstmal eine Rüstung von 5 plus. Jetzt noch eine 6. Nee, er hat nur 4er. Hat er nicht geschafft, aber Moment, jetzt. 5er Fino Pain. Auf einer 5 oder mehr wird das Ding einfach weg. Ja. Das ist eine 1 leider. Also, jetzt war ich der Würfel mit 1 dran. Nee, oder? Du bekommst nämlich jetzt W6 Treffer, Junge. Oh. Vielleicht ist er jetzt gleich direkt schon im Arsch. Ja, er ist direkt weg. Ui! Ey! Das einzige bemalte Modell habe ich gerade getötet, das tut mir leid. Nicht. Ja, es geht ja schon mal gut los. 100 Punkte weg. Einfach so. Einfach mal dafür, so, dass er beim letzten Mal gar nichts gemacht hat. So, was noch? Dann kommen die Bogenschützen. Aha. Die Bogenschützen schießen dann einfach mal auf den anderen Herold. Auf den General meinst du? Oh, der hat 7 Lebenspunkte, der ist ein bisschen fetter. Ja, eben. Ich habe W3 Damage. Ja. 4 plus, die blauen treffen auf 3 plus. Dann auf die 3 plus. Dreimal. Dreimal minus 1. Vierer Rüstung erstmal. Ist er schon, oh, der hat eins? Übrigens nicht, der hat übrigens kein Feel No Pain. Also eine 4er minus 1, 5er.
Dreimal getroffen. Dreimal nichts geschafft. Und jetzt jeweils was? W3. Mhm. 3, 6, 8. Dann ist der auch weg. Wuhu! Au, es macht Spaß. Ja, die beiden Lieder schon mal direkt weg. 200 Punkte im Arsch. Geiles Game. Ich glaube, nach Runde 1 haben wir auch. Ja, 200 Punkte sind weg. Wir müssen noch mal nachlesen, ob wirklich derjenige anfängt, der weniger Einheiten aufstellt, oder ob der einen Pluswurf bekommt auf Anfang oder so. Weil das wird ja einen Unterschied machen. Bei Fantasy war das nämlich, meine ich, so, man bekommt plus 1 auf den Würfelwurf beim Anfang, wenn man eher fertig ist mit Aufstellen. Weil sonst wird das ja heißen, du mit deiner komischen Armee da fängst ständig immer an. Das ist ja scheiße. Wobei, beim letzten Mal habe ich angefangen, auch überhaupt keinen Unterschied gemacht. Naja. Der Spieler, der zuerst mit der Aufstellung fertig ist, wählt immer während der ersten Schlachtrunde den ersten Zug ein. Ja. Ne. Na gut. So, hast du denn noch mehr zu schießen? Nein. Nahkampf, die greifen mit den Riesen an. Na komm, ran, Junge. Nur 7. Haben sie. Und die Dryaden auch, oder? Die Dryaden greifen die Trolle an. Cool. Oder auch den Riesen vielleicht, weil du musst ja, kannst ja auch anders machen. Ja, ich würfel einfach mal. Also, die Dryaden da hinten. Eine 5. Nee, ja, doch. In einem halben Zoll von dem Dings enden die Bewegung. Ja, die hat eine 7 Zoll Bewegung, reicht. Bam. 2 Nahkämpfe. Und vielleicht kannst du die Nörglinge auch noch mit reinziehen, je nachdem, wie du dich da... Aber ich kann jetzt mit denen nicht mehr diesen Schuss machen, ne? Und dann noch... Doch, weil er ist ja dran. Also du kannst gleich nur zurückkämpfen im Nahkampf, aber jetzt noch nicht schießen. Das kannst du nur in deiner Runde. Ja, aber kann ich, weil du sagst, auch im Nahkampf kann man ja jetzt auch schießen. Ja, sicher. Kann ich denen die Attacken, also schießen und noch Nahkampf zuhauen, oder muss ich das wählen? Nee, weil jetzt gleich ist... Also wir sind jetzt gerade nur in der Nahkampfrunde. Das heißt, da werden nun abwechselnd die Nahkampfsachen gemacht. In deiner Runde dann... Kann ich jetzt nicht... Ah, okay. So, also das war alles? Jo. Mit welcher Einheit möchtest du denn anfangen? Mit den Hunters. Ah, cool. Also, erster Nahkampf. Diese Kurnot Hunters mit ihren Swords, Great-Dingern. Great Swords. Die hauen jetzt auf den Riesen drauf. So, dann mach mal. So, erstmal noch 3-2 nachrücken. Ah ja, genau, 3-2 nachrücken. Oh, das könnte aber doof werden. Hast du 2 Zoll zuhauen? Nein, 1 Zoll. Das ist schlecht. Schlägt einer nicht zu, oder was? Diese Runde. Seht ihr, liebe Freunde, das ist bei... ja, weil die 2 sind schon in Base-Kontakt vorne oder in Kontakt mit dem Modell, deswegen darf man die nicht mehr bewegen. Tja, macht man nichts. Aber mal gucken, auch 2 sind von denen schon ziemlich fies. Gibt es denn hier auch sowas wie Heiler, die man mal kaufen könnte? Ja. Irgendwas, ja. Gibt Heiler. Ich meine, bei dir heilen die ja. Die Trolle heilen ja auch. Ja, aber die einen Fremden heilen können. Die richtig heilen können. Doch, gibt es auch. So Magier und so. So, das sind die Attacken. Der Blaue ist der Anführer. Der trifft dann auf die 2 schon. Und der Rest auf die 3, ne? Ja. Oh, war auch geil mit den 2. Dann Wunden auf die 3. Oh, Junge. So viele Wunden. 2, 4, 6, minus 1. Ja, geil, der Riese hat einen 5er Safe. Mit 3 Wunden? Und der hat schon 3 Wunden. Safe ist immer gleich. Ach. Aber ist Rand? Ja, minus 1. Ja, dann hast du noch einen 6er Safe, Junge. Yeah! 1, 2, 3. Ja, wie viele Lebenspunkte hat er? 3 Mal nur getroffen. Er hatte 12, er hat jetzt noch 9. Ne, er hat jetzt 9 gekriegt. Der kriegt ja 3 Ach so, das sind alles 2er Damage. 2, 4, 6. Und er hatte 9. Das heißt, er hat noch 3 Lebenspunkte. Geil. Also er hat bekommen 9 insgesamt schon, ne? Ja. Okay. Ja, aber jetzt... Krieg dich halt kaputt. Jetzt, ja, Moment. Das ist ja am Ende, ja? So, jetzt ist erstmal der Pfeife dran. So, du darfst jetzt eine Einheit auswählen. Du könntest jetzt mit dem Riesen zurückhauen oder erst mit den Trollen. Da ja... du gleich sowieso mit dem Riesen irgendwann noch zurückhauen kannst, aber der Gegner nichts mehr macht, würde ich natürlich erst die Trolle nehmen, weil wenn du ihm jetzt zum Beispiel 20 Dryaden kaputt klopfst, dann passiert dein Troll nichts mehr, zum Beispiel. Und dann könnte ich gleich mit den Nörglingen noch da rein? Nein, nee, weil mit den Nörglingen in den aber Dryaden mit den Nörglingen gleich Zoll bewegen. Ja. Mhm. Also du solltest jetzt einfach, wenn ich die jetzt wegkloppen würde, theoretisch. Dann könnte der Nörgling 6 nur machen.
Ja, weil sie ja nicht mehr in 3 Zoll zu irgendjemandem stehen. Ja, also, aber die Mist können doch irgendwann nochmal laufen. Und ja, in deiner Runde. Aber wir sind ja jetzt gerade in Mozzis. Ja, dann machen wir doch meine Runde. So, aber ja, warum, aber welche... Warum ja, hat er jetzt nicht erstmal die noch... Weil, das ist ja das, was ich vorhin vor dem Spiel erzählt habe, er sagt eine Einheit macht die komplett, du sagst eine Einheit. Er macht nur das eine. Es geht immer so weiter bis. Und dann ist erst irgendwann ein. Ich will jetzt kämpfen. So, ja, wen benennst du denn, der kämpfen soll? Meine Forgeworld-bemalten Forgeworld-Modelle. Megatrolle, okay. So, jetzt gucke ich hier kurz unter dem Wort Megatroll. Ah ja, da ist es schon. Du hast im Nahkampf, jeder hat 3 Attacken, das heißt, du hast schon mal 9 Attacken. Geil. Und die sind alle tödlich. Erstmal hast du jetzt 9 Attacken. Du triffst auf 3 plus damit. Okay. Du verwundest auf 3 plus damit. Oh, Moment. Ja. War 4 plus 3 plus. Egal. Verkackt. Was? Nein. Alles gut. Rend minus 1. 3-mal getroffen. Aber Rend minus 1. Oh, die machen jetzt aber diesmal wenig Schaden, gerade sehe ich. Haben die nicht noch was Cooles dazu? Das ist bei Shooting, das ist das Regenerieren. Okay, die kriegen gleich einen Abzug, aber egal. Erstmal. 6er. Und 2-mal. So lief das gegen mich auch. So, das heißt 2 Schaden pro Schlag. Also sind 2 raus. So, und jetzt, ja, war es das erstmal. Geil. Jetzt darf der Mozzi wieder. Ja, super, oder? Mozzi, welche Einheit? Ach, ist ja nur noch die. Ja, du gehst schön da rum, weil Angst vor den Nörglingen, kann ich verstehen. So, wer haut denn alles zu? Ja, alles. Aha. 2 Zoll. Ja, und wie viele Attacken? 24 dann, weil 2 pro Modell, richtig? Also ja, 25 wegen Nieder. 25, richtig. Mhm. Nennt man das in Fachkreisen des Tabletops balanced? Balanced? Balanced, ja, das ist sehr balanced. Das hier ist alles. Balanced. Ja. 25, Mozzi. mein bezauberndes Lied auf deine Trolle. Ja, das habe ich, hab ich aber noch nicht gehört bisher. Noch nicht, sonst gilt er nicht. Lalalala. Dankeschön. Oh, das zählt. Wunderbar. Das ist schön. Geht durch. Jetzt treffen die auf 3 plus und dann auf 4 plus. Aber ein paar Würfel vergessen. 3 plus 4 plus, okay. Mhm. Ja, ziemlich guter Wurf. Und jetzt nochmal 4 plus. Die hatten keinen Rand, ne? Nein. Das sind nicht wenig. 3, 6, 9. Du hast einen Save von 5. Das heißt, 3 verhindert, 6 kommen durch. Also 6 Schaden, 5 Lebenspunkte hat ein Modell, also ist einer weg und einer hat noch 4 Leben. Kann ich den wählen oder er? Du, dein Leben. Ich würde aber den anderen nehmen. Damit die Nörglinge weiter einrücken können. Den hier? Ja. Ich dachte, das ist der Chef. Naja, bei den Trollen gibt es leider laut Fortschuldigens keinen Chef. Geil. Okay. Ja, das heißt, der ist weg und ein anderer muss den Würfel dranlegen, hat noch 4 Leben. So. 4 Leben, das heißt 1 macht ihr dann immer, ne? Ja, hat er bei den, wo viel ist. Wenn du bei den Großen machst, ist der zu hoch wegen den Tabellen. Lieber die 4. Ja, okay. So, jetzt darfst du eine Einheit auswählen. Du hast nur noch die Nörglinge und kannst bis zu 3 Zoll einrücken. Genau, schön in Richtung des Gegners. Ja, bäm, eher so ein bisschen da rum. Und ich weiß nicht, könnte man auch mal messen, aber vielleicht kann man einfach ein bisschen cheaten. Nee, er kommt aber ran, Junge. Ja, ist doch geil. So, also alle im Base-Kontakt. Nörglinge sind geborene Nahkämpfer. Denn Nörglinge haben pro Base 5 Attacken, also hast du 20 Attacken jetzt. Was? Allerdings Hit 5 plus, Wound 5 plus. Hast du 20 Würfel? Ich muss ihn in 2 Steps machen. In 2 Steps? Das ist ja 15, ja. 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 2 Steps, 2 mal 10.
Ja, ich kann auch einen drei machen. Nein, Mister, du blöder Spasten. So, 5 plus 5 plus. Hast du alle 20 jetzt? Oder nein, was? Dann gib mir noch mal 5 Würfel hier, verdammte Scheiße. Ja, hier, hier sind noch 3 grüne. Ja, geil. Der Nörgel. So. Auf 5 plus? Ja, 5 plus treffen. Voll Junge. So, und alles, was jetzt 5 oder besser war, noch mal würfeln. Das ist nicht viel. Ja, 5 plus ist auch nicht geil. Und jetzt, da war noch eine 3 drin. Und jetzt nochmal auf 5 plus. Echt jetzt? Ja, 5 plus treffen, 5 plus wunden. 1, 2. 2. Kein Rent. Habe ich einen 5er? 2 gehen. So, und jetzt passiert nämlich noch Folgendes. Ja. Sehr interessant. Ach, verdammt. Am Ende der Combat Phase, was ja wohl jetzt ist, kommen deine Tritte auf den Riesen. Ja. Wieso macht der Riese eigentlich nicht sowas wie treten oder so? Nein, gesagt, macht er nicht. Der nimmt einen, der steckt einen. Achso, der Riese ist erstmal noch dran. Genau. So, okay, also, weil die kriegen gleich noch mehr Schaden durch die Nörglinge. Das ist nämlich so das Sonderfläche. Aber hast du gesagt, der Riese aber, kann treten? Ja, so, der Riese war jetzt auch noch gar nicht dran. Also, eine weitere Einheit, die du jetzt benennen kannst, wäre der Riese, denn er hat ja noch nicht gekämpft. Der Riese. Der Riese. So, er hat jetzt Nachteile, weil er schon Problem, er hat 8 bis 9 Wunden schon bekommen. Das heißt, mit seinem Massive Club, also das ist eigentlich gar kein Club, sondern das ist ein Teil von einem bretonischen Mauergedöns. So, Aquädukt. Aquädukt hat er jetzt W6 Attacken erstmal. Nein, Moment. Bevor er überhaupt kämpft, kannst du einen in die Tasche stecken. Was? Ja. Ja, das Problem ist, du musst einen Würfel würfeln und das Doppelte, ja, über die Lebenspunkte kommen mit dem Wurf. Also das über das Doppelte aber der Lebenspunkte kommen. Lebenspunkte 5 hast, geht das nicht. Ja. Also. Ist das nicht automatisch geschafft? Nein. Nicht, ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht, aber nicht hier. Bin ich zu groß für die Tasche. Ja. Also, in die Tasche stecken ist nicht. Okay, so, dann haust du zu mit deinem Aquäduktteil, dann gibst du dir noch eine Kopfnuss und dann trittst du noch einmal voll in die Nüsse da. Und dann falle ich nochmal um. Wenn der Stier sterben sollte, aber du stirbst ja nicht. Jetzt. Okay. Also, erstmal W6 Attacken. 5. Trifft auf 3 plus, wundet auf 3 plus. 5 Würfel. Auf 3 plus. Oh. Mhm. Dann nochmal auf 3 plus. 2 Stück. Rent minus 1, 1 Schaden. Mozzi saved. 5. Einen Ball wiederholen. Ah, trotzdem. Okay, bekommt schon mal 2 Schaden. So, jetzt. Wir haben nur 1 Schaden pro? Pro Dings, ja. Ja, er hätte normalerweise 3 W6 Attacken gehabt, aber er ist ja schon fast tot, der Riese. Deswegen ist nur noch W6. Aber jetzt kommt noch die Kopfnuss. Auf 4 plus treffen, 3 plus Wunden. Trifft, 3 plus zum Wunden. Oh, schade, wäre nämlich Rent minus 3 und W3 Schaden gewesen. Naja, dann noch den Mighty Kick. Ja. Der Mighty Kick, 3 plus treffen, 3 plus Wunden. Trifft nicht. Mega. Ja. So, das heißt, am Ende der Kampfphase kann Motz jetzt noch seine Kicks machen da oder seinen Zertreten auf den Riesen. Zwei Modelle sind Base-Kontakt, also können zwei Modelle zertreten. Auf 4 plus, 2 Lebenspunkte. Natürlich, sind nochmal weg, einfach so. Ja, weil tödliche Wunden. Geil. Das heißt, der Riese hat 9 verloren, hat jetzt 11 verloren. Er hat noch einen Lebenspunkt. Hättest du ihn getötet, dann hätte er jetzt umkippen können. Naja. Aber jetzt kann ich gleich trotzdem nochmal, weil ich bin ja dran nächste Runde, oder? Und wenn du ihn als erstes benennst, dann sicher, kann der bestimmt mal was machen. So, einen Lebenspunkt hat er noch. So, auf jeden Fall. Jetzt Ende der Runde. Bei den Nörglings sieht es jetzt folgendermaßen auf. Aus. Die Einheit da vom Mozzi hat Schaden bekommen und ist aber noch nicht komplett umgebracht. Deswegen würfelt der Pfeifer einen Würfel und auf 5 oder mehr gehen da die Krankheiten auf die Bäume über und so durch die Nörglinge und die bekommen nochmal W3 tödliche Wunden. Also ein Würfel würfeln, 5 oder mehr, ja. Nix. So, dann Ende der Phase Battleshock-Tests, also Bravery-Tests. War nicht noch irgendwas, weil die so hässlich sind? Nee, die regenerieren sich nachher. Nee. Achso, minus 1, richtig. Der Mozzi bekommt minus 1 auf sein Bravery. Weil das Trolle sind. Nee, weil die... hässlich sind. Ja, alle Einheiten, die nicht von Nörgel sind, innerhalb von 3 Zoll, bekommen minus 1 auf Bravery. Das heißt... 3 und 4 Modelle waren raus. Bravery hattest du? 6. 6, also 5.
3 plus 4. Du hattest doch 4 Modelle raus. Ja, 3 plus 4 sind 7. Ist Differenz 2. 2 so 5, 2 sind raus. Genau, okay. Die Trolle haben Bravery 5. Haben ein Modell verloren, also einen W6 würfeln. 2 plus 1 ist 3, ist unter 5, nichts passiert. Runde 1. Hier ist keiner raus, weil keine Modelle gestorben sind. So, Runde 1 Silvanett ist zu Ende. Jetzt ist Runde 1 Pfeife. Willst du da komplett durchdrehen? Oh ja. Gar nichts zum Cutten, zum Schneiden. So. Oh nein. Oh. AOLS Spacken Deluxe. Ja. Ja, ich benenne eine Einheit. Genau, Generalsphase. Was für eine Generalsfähigkeit? Ich hab keinen General mehr. Ach, stimmt, der ist weg. Scheiße. Ja, dann hat sich das mit Generalsfähigkeit erledigt. Dann Bewegungsphase. So, jetzt ist ja eine Frage: Ist es klüger, erst die Herolde oder beziehungsweise die Seuchenspasten zu nehmen, die ranzubringen mit in den Nahkampf? Oder erst. Nee, zu hoffen, dass der Riese, der stirbt jetzt sowieso und dass der in den Gegner fällt, ne? Ja, weil ich kann ja jetzt nicht direkt mit dem eingreifen. Es ist ja erstmal Bewegungsphase. Ja, also, du könntest jetzt zum Beispiel in der Bewegungsphase mit denen da hinten rumlaufen. Ich will die so, da. Immer. Ja, dann musst du versuchen, da in der Mitte durchzulaufen, so nah wie möglich dran und anzugreifen. Kann ja hier und da. Ja gut, okay. Sowas könntest du versuchen. Ja, wahrscheinlich das. Und die Fliegen hier können nach da. Wie weit muss die Einheit, darf die denn... Also bei ihm sie jetzt zum Beispiel 2 Zoll immer ein bisschen. Ja, das steht irgendwo in den Regeln, haben wir nicht nachgeguckt. Ich denke auch 2 Zoll. Also so für Einheitenformationen. Aber das Base wird ja nicht weiter als 2 Zoll sein von dem Riese, deswegen kann ich. Du hast übrigens 4 Zoll Bewegung nur mit denen. Geil. Ja, aber das wird ja, glaube ich, trotzdem funktionieren, ne? Ja, sicher, das geht, Junge. 3 Zoll wegbleiben, ne? 3 Zoll, ja, 3 Zoll von ihm musst du wegbleiben. Also du darfst nicht bis auf näher als 3 Zoll ran. Okay, pass auf, dann mache ich mal hier so. Aber schön, dass du nur auf 3 Zoll. Das ist deshalb, weil Doppel-1 beim Charge ist immer ein Fail. Das ist so ein Age of Sigma-Ding, was GW gerne wollte. Denn kann er jetzt hier draufsteigen oder nicht? Ja, sicher, einfach machen. Da ist er draufgestiegen. Oh, 1 Zoll müssen, dürfen die nur auseinander sein. 1 Zoll dürfen die nur auseinander sein. Ja, da musst du so eine Line hinten drum machen. Eine Line. So, komm hier, geil. So, weiter. So, bam, die haben sich bewegt. Jetzt noch die Fliegen. Die haben, glaube ich, 10 Zoll oder 8 Zoll. Ich gucke. Die haben bestimmt Fliegen. Die haben Fly, ja. Und 8 Zoll Move. Aber Fly ist doch nur, die können überall drüber, oder? Früher war doch Fly automatisch 12 Zoll, glaube ich, ne? Ich gucke. Ich glaube, hier ist aber Fly, die können einfach überall drüber. Wo steht denn? Echt? Fly. Bewegt der einfach 8 Zoll, Junge. Ja, kann über alles drüber. Ja, 8 Zoll über alles drüber. Wenn du durch einen Wald angreifst, musst du würfeln. Auf 1 ist das Modell weg. Nur mal ja, deswegen stehe ich in diesem tollen Wald. Ernsthaft, das ist jetzt dein Ernst, Mann? Ja. Boah, sieht doch geil aus. Das würde nicht gehen, wenn die Fahrer drauf wären. Die Fahrer? Ja, das sind Fahrerpiloten. Ich fahre in meiner Freizeit auch immer solche. Ein Blütenbienenfahrer. Blütenbienenfahrer? Kannst du das Wort dreimal ganz schnell? Blütenbienenfahrer, Blütenbienenfahrer, Blütenbienenfahrer. Cool, das sind Skills. Das sind Skills. Jetzt weiß ich auch, was du den ganzen Kann Tag. Kann der Roxy machen? Das denn dreimal schnell sagen? Warriors. Ja, aber dreimal, Junge. Blütenbienenwarriors, Blütenbienenwarriors, Blütenbienenwarriors. Warriors. Hast du noch was zum Schießen? Ja. Oh ja. Also, Bewegungsphase vorbei, Schussphase. Was du jetzt beide machst, ne? Die da können schießen und die Trolle können kotzen, Junge. Also gucken wir erstmal nach den Flake Drones, weil die habe ich hier gerade auf. Schießen, 14 Zoll Reichweite. Der Todeskopf. Des Totenskopf. Ja, 14 Zoll, ich will auf die schießen. Ja. Dann tue er dies, ja. Alle sind 14 Zoll. So, eine Attacke jeder, also 3 Würfel, 4 plus Treffen, 3 plus Wunden. Aber Moment, es gibt irgendeine Sonderregel, nämlich Result of a Wound Roll, 6 or more. Und dann gibt es zusätzlich noch Schaden. Ja, okay. Was, bei einer 6 beim Trefferwurf? Ja, irgendwie so. Einfach erstmal würfeln. Ja, also 2, 3 und eine 6. 2, 3 und eine 6. Das heißt, die 3 weg, die 6 trifft. So, bei einer 6 und Woundroll, nee, bei einem Wundungsroll. Okay, also jetzt erstmal Wunden, wenn du da eine 6 plus machst. 1 auf 3 plus.
Keine 6, aber verwundet. Kein Rend, ein Schaden. Boah, Alter, das ist aber mies, Junge. Naja, kein Rend, ein Schaden. Ja, eins darfst du wiederholen, natürlich. Und gesaved. Ja, sicher. So, die Trolle können kotzen, Junge. Auch auf die Idee, aber ich glaube, nee, die haben nur 7 Zoll Reichweite, meine ich. Ja, kann ich doch trotzdem den kotzen. Ja, nur einer. 7 Zoll, Junge. Der wird den nicht mehr treffen und der wird den nur treffen. Ja, aber du musst ja schon eine Einheit sagen. Also entweder jetzt einen auf den oder zwei in die Typen vor dir. Was kann Kotze nochmal? Kotze ist eine Attacke nur, also hast zwei Würfel gleich. Auf. 3 plus Treffen, 3 plus Wunden, Rend minus 2, W3 Schaden pro Ding. Oh. Ich würde aber, glaube ich, eher auf die vor dir. Wie viele? Ach, der eine Baum hat nur noch 3. Okay, mit ein bisschen Glück könntest du deine eine Attacke treffen. Er verkackt seinen Rüster, weil es ja Rend minus 2. Und dann hast du W3 und ein Baum ist weg. Also mit ein bisschen Glück wird das gehen. Also zocken oder nicht? Ich mach die Kleinen hier weg. Auf die Kleinen. Also zwei Würfel. Auf 3 plus Treffen. Yeah. Einer auf 3 plus Wunden. Yeah. Ja. Rend minus 2. Es ist übrigens kein Problem, dass die Wasserflasche auf dieser Kraken-Mat steht, denn die ist wasserabweisend. Ich muss das einmal nutzen. Ich habe keinen Rüster mehr dann. Ach, du hast keinen Rüster mehr dann. Ja, dann W3 Schaden. 3. 3 Modelle weg. Pauz! Schön in die Schnauze gekotzt. So. Übrigens, Regeneration. Deine Trolle heilen auch noch. Mal gucken, wann. Ja, das war in der Hero Phase. Ich hab's verkackt. Gewehr bei dem Pfeife, komm. 1 W6 würfeln. Bei 2 oder mehr regenerierst du W3 Wunden. Da du nur eine verloren hast, ist er wieder voll. Geil. Wäre geil, wenn der andere genau nicht gestorben wäre, aber so. Hm. Naja, eine Wunde zurückgekriegt. Dein Chaos Lord hätte regeneriert, der ist aber weg. Sonst ist hier nichts verwundet. Der Riese regeneriert leider nicht. Okay, das war Schießen. Mehr Schießen hast du nicht, weil ich meine, die normalen können nicht. Und der Herold... Auch nicht. Aber was haben die denn hier mit Cloud of Flies? Ach, bei 20 oder mehr Modellen. Okay, ist nichts. Ist doof, dass beide denen gestorben sind in der ersten Runde. Ja, ich sag ja, andersrum wäre geil, wenn er mal anfangen würde. Dann hätte der Riese nämlich vielleicht direkt angreifen und alle kaputt hauen können. Aber das so. Das macht, glaube ich, Bock, wenn. Wenn die Modelle bemalt sind. Wenn das sind. Jetzt nicht auf Hector irgendwas mir schnell zusammengestellt, alles bemalt wäre, geiles. Geile Matte. Geile. Warte. Und alles so. Das hier jetzt hier so auf schnell, aber macht mir echt Spaß. Also. Kaufst du mir auch ab? Ja, natürlich. Ich kauf dir das ab. Mega. Nee, du nicht? Tja. So, wie geht's denn weiter hier? Ja, Schussphase vorbei. Nahkampfphase. Du könntest jetzt mit denen hier würfeln für Nahkampfangriff und mit denen. Möchtest du dies tun? Ja. Ja, dann tu doch. 2W6. Oh, 11 Zoll, die kommen schön weit. Okay, die bewegen sich gleich 11 Zoll. Würfel mal eben für die Fliegen da. 10 Zoll, geil. Abzug wegen im Wald? Nee, nix da. Du musst nur gleich würfeln für jeden, der den Wald betritt und du würfelst ein 1-Modell weg. Okay. Ja, dann beweg dich doch mal entsprechend. Also ich denke, mit der Bewegungsreichweite musst du jetzt schön gucken. Schön, also nur 1 Zoll, das ist natürlich kacke. Also jetzt richtig in Base-Kontakt, bam. Ja genau, du musst hier hinten so eine Line bilden. Eine Line. Ja. Oh, aber mit 10 Zoll käme ich doch, warte mal. Ja, zum Beispiel. Das tun wir gleich wieder dahin. 3, 6, also da könnte ich ja bis hier hinten sogar mit. Ja, aber mach nicht zu weit, weil sonst geht das mit der Line nicht mehr. Das ist auf jeden Fall der Champion. Ist schon mal geil, dass der in... Ach so, ganz rumlaufen meinst du? Oh. Ja, damit ich mehr... Stand das Cash and Loans da gerade auch schon? Oder ist das jetzt auch verrückt? Nein, das stand da schon. Echt? So scheiße steht das da? Ja. Hm. Na gut. Weißt du, so hier. So kommen doch alle immer. Das sind ja immer 10 Zoll locker. Ja, locker. Also guck mal, das ist sicher gerade mal 4 Zoll, die der da bewegt. Die Sache ist jetzt, wie machst du das mit dem da rumlaufen? Kriegst du die hier da hinten so rumgelaufen? Oder, das, wie, das, oder wie oder was? Ja, oder wie oder was? Also jetzt erstmal hier noch. Ja, das ist ja in Ordnung. So, und das müssen noch 10 Zoll sein. Guck mal, das sind 3, 6, ja klar. Die können sogar außen ums Schild rumlaufen. Mega, Junge.
So, das war hier von dem, weil er nur noch das hat. Nee, der ist so Ausnahme, Kollege. Ja, dann der Flöten-Toni hier. So, mache ich das hier, Jungs. So. Der Motzi, der hat sich echt die geilste AOS-Armee gesaved, Junge. Die Baummenschen sind nämlich fett. Die finde ich auch geiler als die Orks. Die Orks sind auch geil, die neuen, aber die sind noch geiler hier. Ich werde das mit den 5 Riesen machen. Jo, das ist geil, das ist bestimmt nur so fett. 5 Riesen, bam, fertig. Ja. Die müssen dann aber auch alle Namen haben, natürlich. Olaf. Brigitte. Alles mit der Fliegen. Alter, modellier doch mal einen so einem Riesen dann schön die Hängetitten, Junge. Ja, klar. Es gibt ja von Forgeworld diese Trollfrau, die ist sehr geil mit dem Fischernetz. Habe ich schon gesehen. Ja. Die ist schön hässlich. So, geht's weiter. Ja, also, das waren die Angriffe. Achso, deine Fliegen. Die haben wie viel jetzt Angriffe gehabt? Ja, dann beweg ran. Aber jetzt musst du mal gucken. Bin ich denn hier schon im Wald? Nee, also bewegst du dich logischerweise. Alter, du bist so ein taktischer Tactical Genius, Junge. Yes. Ah. Very good. Geht auch gerade einer echt ab. Boah, immer das Gelände weg. Ja, der stand so. Natürlich, mein Freund. Der hat auch nicht zurückgestellt. Das stand da. Hm. Glaube ich. Sehr geil. So, also, alle sind im Nahkampf. So, und da das ja jetzt deine Runde ist. Welche Einheit fängt denn an? Genau, darfst du bestimmen, mit welcher Einheit du anfängst. Also jetzt, ne? Mache ich nochmal den Riesen, weil er den gleich vielleicht kaputt haut? Genau. Oder was macht er mal, oder hier? Weil das hast du ja vorhin gesehen. Der Riese. Das sind eine Menge Würfe. Der Riese. Echt? Ja. Machen nicht vielleicht die Seuchenhüter mehr Schaden als der Riese? Keine Ahnung. Was haben denn die Seuchenhüter? Das gucken wir mal. Die haben jeder immer nur eine Attacke. Okay, und der Champion hat 2. Das heißt, du hättest da 11 Attacken auf 4 plus 3 plus. Oder der Spaß von dem Riesen. Hm. Also, ich... Bevor der stirbt, soll er noch einmal was versuchen. Ja, ich würde, glaube ich, auch eher den Riesen nehmen. Zumal, wenn er auf die Seuchenhüter lieber haut, die haben ihr Feel No Pain Ding, hat der Riese nicht. Also würde ich den Riesen nehmen. Also Riese, der Riese hat W6 Attacken. In die Tasche stecken geht immer. Doch, geht theoretisch. Er hat 3 Lebenspunkte. Würfelst du eine 6, steckst du den in die Tasche. Nein. Schade, wäre aber geil vom Prinzip. So, okay, also W6 Attacken. 4 Würfel. Auf 3 plus Treffen, auf 3 plus Wunden. Okay. Aha, einer. Einer. Ich habe neue Würfel auch gewürfelt, die musst du wegschmeißen. Rent minus 1. Ist das gesaved oder nicht? Ja? Haben eine 5er jetzt gerade. Dann, ja, ist auch nur ein Schaden. Dann der Ed-Butt. Also Kopfnuss. 4 plus 3 plus. Nicht getroffen. Der Mighty Kick, ja. 3 plus. Auch nicht? Genau einen runter. Mein Junge. Das heißt, der Riese hat genau eine Wunde gemacht. Ja. Ja, das ist natürlich, da würde ich auch 5 von spielen. Das sind 5 Wunden. So, der Herr Mozzi, was macht er denn zuerst? Nimmt er wieder seine Imba. Also schön hier die Cheater-Einheit, aber diesmal auf die Seuchenhüter. Ja. Aha, ja, dann bin ich doch mal gespannt. Die Roten sind der Anführer. Auf 2 plus die Roten. Oh. Eine blaue 2 noch weg. Eieiei, das waren viele Treffer. Auf 3 plus? Mhm. Oh. Sind 7 mit minus 1. Du hast eine 5er Rüstung, also noch eine 6er. 7 Stück? Ja. Also 6 Würfel, Junge. Nein. Und jetzt hast du doch, hier die 2 hast du geschafft. Und jetzt hast du noch einen 5er Feel No Pain. Nein, alle tot. Kein. Alle tot, weil 2 Schaden pro Modell, pro Schlag. Ja. Boah, ist das schwul. Also, ich weiß nicht, bei GW, klar, jetzt sind die ganzen Sachen, die der Five hier spielt, das ist alles altes Zeugs und die Silvernets sind neu. Aber wir haben es ja auch in dem Bericht gegen meine Stormcast gesehen. Ich weiß nicht genau, die Baumenschen gehen ja, aber die nicht. Also, was ist da los mit der Einheit? Die ist unbesiegbar, Junge. Das geht gar nicht. Mozzi.
Ich höre so ein kleines, leichtes, weinerliches. Ja, das sagst du jedes Mal. Das ist dein einziges Argument dagegen. Ja. Du hast wahrscheinlich, du bist bestimmt in den GW gegangen zum Crunch und hast gesagt, ich will nicht sagen, ich will niemals. Genau. Wohnen. Was ist denn hier das, wovon alle sagen, das ist Powergaming und Cheater-Kram? Ja, da musst du die hier nehmen. Alles also, klar, zwei Boxen hast du, nehme ich mit. Also so ganz ehrlich, das. Ich habe wirklich wegen denen, die an mir angefangen, weil ich die vom Modell am geilsten fand. Aber wie ich jetzt auch sagen, ich mag den Style nicht, weil die so geil sind. Weil mal ehrlich, guck mal hier, der Style von denen, von diesen kleinen Käfern, die gleichzeitig so einen Köcher noch dabei haben, der Style ist geil. Also hätte ich ja die nur gebaut. Aber du fandst sie mit dem Schwert geil. Die Bogenschützen haben, glaube ich, auch vorhin schon einen General getötet. Also mit dieser ganzen Einheit stimmt einfach was nicht. Aber trotzdem, diese Schwertkämpfer, Alter, die können doch nicht mal eben so, bam, alle von denen weg. Dürfen die jetzt gleich eigentlich noch in den Riesen reintreten? Ja, fett, dann zerstören die den wahrscheinlich auch noch. Cool. Wie viel kosten die nochmal? 200 Punkte? 180. 180, ja, das ist natürlich auch viel. Das kostet der Riese auch. Nächste Einheit, Pfeife? Ja, Pfeife darf eine Einheit sagen. Nörglinge. Moment, denke nach. Nörglinge nehmen? Oder Drohnen. Oder Trolle oder Drohnen. Weil da kommen gleich, guck mal, da steht ja nicht mehr viel. Aber hier kommen gleich eine Menge Attacken. Man macht die Drohnen. Macht die Drohnen. Die Drohnen. Mal dieses Auszeit-Coaching. Macht den Drohnen. Alle macht den Drohnen. So, folgendes passiert. Erstmal Plague Sword. Da hat jeder eine Attacke, aber dein Leader 2. Also hast du 4 Würfel. Geil. Triffst auf 4 plus und dann auf 3 plus. Ja, einer. Kein Rend und ein Schaden. Kein Rend bei den Bäumen. Ja, mach mal. Kein Rend. Okay, einen Schaden hast du schon mal. Bäm, einer weg. So, als nächstes kommen die Prehensile Proboscis, was auch immer das ist. 3 Attacken pro Modell, also 9 Würfel nehmen. 3 plus, 4 plus. Mhm. Jetzt nochmal auf 4 plus, nochmal so ein Wurf, wäre geil. Nein, einer, 2. Die Dinger haben kein Rend, einen Schaden. Kein Rend, ein Schaden? Ja, kein Schaden, kein Rend. Habe ich einen Vierer, weil ich im Wald stehe? 2 hatte er, ne? Also einen verkackt. Achso, noch einen. Sorry. Einen gehalten, okay, einer ist tot. So, und jetzt kommt noch der Venomous Sting. Pro Modell 1, also 3 Würfel auf 4 plus 3 plus. Nix, weil das hätte das nämlich dann W3 durch. Was macht denn die Flöte und die Standarte und die Glocke und der Sergeant? Der Sergeant macht eine Attacke mehr, hatten wir. 1 bei Battle Shock Test, dann bekommt er W3 Drohnen dazu. Sehr geil. Das ist wegen dem Standardenträger. Wenn er eine 1 würfelt, gleich bei seinem Battle Shock Test, wenn er einen machen muss, bekommt er W3 Drohnen dazu. Oh, du hast keine mehr. Ja. Und die Flöte macht, wenn du Einsen würfelst beim Battle Shock, musst du das wiederholen. Ach so. Also alle innerhalb von 6 Zoll um den. Ja, das war glorreich. 2 Bäume. Mit einer Einheit, die auch schon wieder 220 Punkte gekostet hat. Also die ist teurer als die Schwertkämpfer und hat jetzt 2 so Billigbäume weggemacht. Rockt, würde ich sagen. So, okay, das hat sich gelohnt. Was machst du? Erst da hinten die? Oder? Die hinteren. Eine Triade auf die Nörglinge. 4 plus, 4 plus, nein. Die und der restlichen Rest auf Trolle. Die Trolle. 4 plus. 4 plus 2. 2, die Trolle haben kein Rent, ne? Ja. Haben 5er Safe. Der muss Liquid nachfüllen. Commander P. Pipes. Ich bin hier. Wie viel? 2 mal 5er. 2 mal auf 5 plus. Einen gehalten, einen nicht. Kriegst du einen Schaden, hat ein Troll wieder 4. Oh yeah. Oder so. Ja, jetzt darfst du wieder eine Einheit sagen. Also. Nörgling oder Trolle. Oder Riese. Nee, Riese hat angefangen. Ach ja, stimmt, der Riese hat ja nichts gemacht. Nörglinge. Nachrücken. Oder ist das egal, weil die sind mit dem alle in Kontakt? Die 3 sind in Kontakt, der eine nicht. Aber das ist egal. Also der ist nicht in Kontakt, der kann da so rumrücken. Aber das ist egal, weil, wie vorhin gesagt, wenn du jetzt 5 Modelle weghauen würdest, dann heißt das nicht, der eine ist weg und der Rest wird nicht zugeteilt, sondern das ist alles gleichzeitig. Also das heißt, ich laufe mit dem noch so, ja. Kannst ja machen, ja. So, pro Base waren das 5 Attacken, ne?
Dann nur auf die 5 oder nochmal auf ja, die 5. Rick Deck. 20 Würfel. Ja, dann machen wir die gerade. Ach, da habe ich. Da hast du noch ein paar Würfel noch. Ja, stimmt. Ja. 5 plus und dann gefolgt. Ich habe alles. Alles gut. Geht los. Hier muss die 8. Ah. Einer. Nee. 3. Da ist noch einer. 3. Ja. So, gefolgt von der 5 plus. Ich sage, es trifft einer oder keiner. Nix. Fett, geile Armee, oder? AOS ist schon geil. Ja. Ja, dann ist jetzt Herr Mozzi dran. Mit denen, oder was? Haben die nicht ich schon? Ich hab doch nichts mehr. Sonst. Hatten die schon? Nee, ne? Die haben wir nicht. Die Drohne haben wir schon. Ja, das heißt, Mozzi bedient als nächstes die Einheit und dann hat Pfeif nachher noch die Trolle. Hoffentlich hauen die Trolle direkt. Alter, die Trolle, die müssen noch was können. Das ist doch scheiße so. Also ich finde das Spiel, wo man hier sowas hinstellen kann, cooler. So, Silvanet-Baum-Dings, kleine Schrate, okay. Hauen jetzt auf die Seuchenfliegen. Gibt es nicht irgendwie Breton mit Kettensäge oder so? Eigentlich spielen wir hier voll den Fluff. Bad Rapping, oder? Ja. Hier, wie heißt das? Natürlich ist das flach. Weites Leben oder was gegen hier? Fest. Gegen die Fest. Ja, das ist das ewige Leben, Junge. Bei Großvater Nörgel kriegst du ewiges Leben, Junge. Hast keine Probleme mehr und keine Schmerzen. Ist geil. Sieht zwar aus wie Scheiße, aber ist ja egal. Zweimal. Ich glaube, die Drohnen haben sogar einen Vierer, weil die sind so teuer, die müssen doch irgendwas können. Nee, die haben auch nur einen Fünfer, Junge. Oh. Warte, haben die nicht noch Pain? Ja, Fünfer für No Pain haben die auch. Ja, nix. 2 Schaden, du hast aber 5 Leben pro Modell. Geil. Die Trolle noch. Ja, Mann, die Trolle. Du hast nur noch 2 Trolle, das heißt, du hast 6 Attacken. Auf 4 plus, gefolgt von 3 plus. 2 und jetzt noch mal 3 plus. Ja, Rent minus 1. 6er. 2 Schaden pro, also 4 Stück weg. Ja gut, die werden durch Bravery gleich automatisch sterben. Sind sie, weil ich habe über 6 erstellt. Ja. Mozzi hat keine Modelle mehr, du aber auch nicht, ne? Nö. Dann ist jetzt noch das Reintreten von deinen Bäumen. Ich hoffe, es geht nahtlos weiter. Die Kamera ist zwar heiß und hat sich gerade einmal ausgeschaltet, aber das ist egal. Weiter geht's. Der Riese ist tot. Der Riese ist. Und Moment, nicht wegnehmen. Ah, ja, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ja, so, ja. Also. Ich hoffe, der fällt nach rechts. Ja, das kann ich ja aussuchen, wenn ich gewinne. Genau. So, jetzt ist der Riese tot, ja? Was musst du denn? Jetzt ist hier Timber, wahrscheinlich Baumfeld auf Deutsch. So. Ihr würfelt jetzt einen Würfel, also jeder von euch ein. Unentschieden geht zu Pfeifes Gunsten, weil es sein Riese ist. Ihr würfelt jetzt? Fangen wir an. Eine 4 gegen eine 1. Das heißt, Pfeife hat gewonnen. So. Fällt nach vorne. Pfeife sucht aus, wo der hinfällt, der Riese. Ja, also nach vorne. Bam! Voll in die Bäume rein. Baum fällt in die Bäume. So. Die Einheit bekommt jetzt W3 tödliche Wunden. Eine. Nicht mal da mit den einen Baum gekillt. Voll Junge, das ist das geil. Ja, sicher. Voll Junge, die gehen gar nicht, Alter. Vor allem, das war Pfeifes rum. Jetzt der Mozzi angreift damit an und haut einfach alles kaputt. Ich nehme den mal weg wegen dem Bravery-Test. Ne? Ja, also Bravery-Test bitte anstellen, aber der hat so viele verloren, kann er gar nicht schaffen, ist weg. Die haben hier, 2 verloren. Bravery 6 heißt, 2 weitere gehen. Jupp. Nett. Ja, aber die Sache ist, ich habe mit meinen Typen letztens dann auch gefragt, ja, habe ich so eine Einheit weg. Das sind die Billigdinger bei denen. Das sind die schlechtesten und so. Und die hast du jetzt mal, einen Troll hast du da dran auch schon verloren. Nee, das war durch Beschuss und so, ne? Ja, durch Beschuss ist der General gestorben. Ach ja, stimmt. Die haben ja gar nicht mitgespielt, die beiden Helden. Ja, das war Runde 1 Nörgel. Wahnsinn. Runde 2 Silvanet wäre jetzt. Möchtest du aufgeben? Wie aufgeben? Kann man aufgehen dabei? Ja, wir können ja mal überlegen, was jetzt theoretisch noch passiert. Also, er schießt jetzt gleich wahrscheinlich nochmal einen Troll tot. Die greifen an, hauen alle Nörglinge weg. Er macht die kaputt. Fertig. Ja.
Da geht nichts. Ich habe keine Ahnung, wie man die Silvernet-Dinger besiegen soll. Für mein erstes AOS-Spiel fand ich das sehr spannend. Wir haben eine Runde gespielt. Wir haben eine Runde gespielt. Also gibt es jetzt wirklich auch? Ja, ehrlich gesagt, echt jetzt ohne Scheiß, Leute da draußen, macht mir echt überhaupt gar keinen Bock. Das ist irgendwie nicht nur, weil ich nur auf Fresse kriege, das ist ja wie Quartettspielen früher, nur mit Männchen irgendwie. Das ist ja irgendwie Kacke. Ja, weil das ist ja eigentlich die ganze Zeit nur Folgemosche irgendwie. Da ist ja nicht irgendwie, also so richtig taktisch, kann man da irgendwie richtig taktisch abgehen. Gut, ich habe jetzt auf alles geschissen, aber könnte man? Das Spielfeld ist sehr klein. Man muss eigentlich zusehen, dass man relativ schnell durch die Aufstellung. Ja, aber dann für die Aufstellung wird es sehr taktisch. Genau, du taktierst bei der Aufstellung rum, weil du nämlich ja zum Beispiel Zonen sperren kannst. Also wenn, so wie du dich aufgestellt hast, mit direkt ganz vorne dran, heißt für ihn, er muss sich entsprechend weit wegstellen oder so. Die Sache, die er mit denen hier gemacht hat, dadurch hat er dir das hier gesperrt. Das heißt, du konntest mit deinen Drohnen nicht so nah ran, wie du eigentlich wolltest. So, das sind so die Taktierereien. Bei Warhammer Fantasy war es immer so, dass am Anfang, bevor es in den Nahkampf ging, unheimlich viel Taktiererei war, weil man sich entsprechend aufstellen musste mit diesen fetten, riesigen Regimentsbases und dann gucken musste mit den Bewegungen, damit man dann in der Runde drauf angreift. Außer man spielt Ogre und rennt einfach vor. Einfach rein, weil selbst bei den Ogern, wenn man angegriffen wird, hat man trotzdem noch alle kaputt gehauen. Ja. Also so ähnlich wie mit denen eigentlich. Naja, aber ja, das haben wir auch schon festgestellt. Sobald das dann im Nahkampf ist, ist nur noch Gemosche. Aber da ist auch wieder reflektieren durch dieses Abwechselnde. Ja. Du sagst, ich nehme die Einheit, dann geht er ganz am anderen Feld und sagt, ich schlage aber jetzt erst mit der Einheit zu. Ja, aber es ist nicht das, also ich mag ja lieber, wenn man sich auf dem Schlachtfeld noch zwischendurch auch mal bewegt und dann auch nochmal was dann vom Schlachtfeld mit in Bezug nimmt und so. Also wenn hier mal irgendwas, dann ist es eigentlich relativ zentral nur auf diesen Flecken und dann wird das nur noch so, nein, mache ich erst den, aber sonst passiert ja nicht mehr so viel. Ich finde es halt, ja. Für mich, ich werde es nochmal spielen, aber ich glaube, abgewählt. Also ich finde halt doof, dass du musst im Prinzip nicht taktieren, weil die schießen können, die können auch schießen, wenn sie sich bewegt haben. Das ist oder wenn sie mit in Nahkampf chargen. Oder was wir letztens hatten, als ich gegen Mozzi gespielt habe. Die Bogenschützen sind relativ nah ran, schießen rein und chargen dann aber auch noch, weil sie im Nahkampf halt auch nochmal gut austeilen. Das ist halt so... Aber das ist bei anderen auch. Hier imperiale Bogenschützen oder Armbrustschützen, die haben auch alle jeder eine Attacke. Hast du einen 20er-Mob? Ja, dann lass die doch nochmal 20 mal zuhauen. Warum denn nicht? Hast ja keinen Nachteil durch. Ne? Das ist so ein bisschen doof und weiß ich nicht. Also wenn hier auch so Sachen wären wie bei Fantasy zum Beispiel. Wenn jetzt der Schütze sich bewegt, dann schießt der schlechter oder so. Dann überlegst du dir das nochmal. Aber hier im Prinzip bei den Armeen einfach alle rein, alle auf Schnauze und fertig. Ja. Keine Ahnung. Ich werde es nochmal probieren, aber da jetzt so... Da gibt es andere Spielsysteme, ganz ehrlich. Ja. Ich habe ja auch gesagt, ich würde meine Ogre ganz gerne vielleicht nochmal ausprobieren oder gibt ja so das ein oder andere, was nett ist, wenn ich das echt mit diesen ganzen Skeletten mache oder mit den Geistern, da ist es so, Ren zählt immer nicht, also die haben immer ihren normalen Save, damit verhinderst du dann, dass so Typen richtig festzuhauen, aber dann haben die halt alle nur einen 5er Save oder so eine Scheiße, bringt auch nichts. Also ich werde da auch nochmal ein bisschen was probieren, aber insgesamt vom Game, also vom... wie das einfach zu zocken ist, da hatte Fantasy irgendwie ein bisschen mehr. Das Einzige, was ich sagen muss, was ich geil finde, ist, das ist relativ easy gemacht. Weil wir haben jetzt hier mal eben so einfach mal so einen gezockt und relativ unspektakulär und leicht, finde ich. Ja. Wait, fuck beim Pfeife, aber sonst geht's. Ja, aber das im Vergleich zu 40k war da auch nichts am Brainfuck, oder? Wo der dann überlegen muss, Stärke 3, Widerstand 5 und... Ich habe mich ja bis jetzt, sag ich mal, vor einer halben oder vor dem Spiel, eine halbe Stunde vor dem Spiel, noch überhaupt gar nicht damit befasst. Ich sag, wenn du da, glaube ich, zwei, drei Mal spielst, dann hast du das drin. Wir hatten ja, so, bei 40k, da muss ja... Also ich brauchte da ja wirklich lange, um da erstmal... Weil das sind ja viele tausend Sachen und die verändern sich ja auch jedes Mal noch, wenn du wieder gegen einen anderen spielst und hin und her. Ich glaube, wer einfach schnell mal spielen will und Bock hat, Männchen zu bemalen oder so, geiler Einstieg. Du hast bei AOS einfach klar geregelt hier, die sind die Monsterjäger quasi. Die jagst du, egal welcher Gegner, die haust du gegen die Einheit mit den größten Lebenspunkten. Fertig, die hauen die auch weg.
So, ja, die Puppen auf die drei, die Wunden auf die drei, die hauen die weg. So Kategorien einfach schon mal, so Grundkategorien sehr wahrscheinlich, die man sich so merken kann. Ja. Vielleicht müsste man auch gucken, weil wenn man jetzt dann weiter auch die Erfahrung macht gegen die Baumenschen hier, dass das da so super hart ist. Wenn jetzt zwei Armeen wirklich wären, die mehr gebalanced wären, also ich sag mal, wenn es nicht so eine Power-Einheit gäbe wie die da, sondern irgendwie was Normaleres, vielleicht wäre das dann mehr ausgeglichen. Weil ja, jetzt mal im Ernst, guck mal, selbst hier, wenn man jetzt denkt, oh, die Trolle sind bestimmt geil, ich bei Elben vielleicht auch weil die viel Punkte kosten. Oder die hier, die sind voll teuer. Aber die sind voll scheiße irgendwie. Das kann doch nicht sein. Das ist doch, das geht doch nicht. Hast du schon ein neues Battleturm bekommen? Nörgel hatte irgendwas, ja. Also Nörgel gibt es auf jeden Fall so wie Korn als so ein Einzelding. Welche Formation hatten die denn in der Box? In der Starter-Box? Ja. Start Collecting. Drei Nörglinge, also drei. Ja, was für eine Formation, was konnte die? Oh, haben wir gar nicht geguckt, aber okay. Vielleicht hätte das irgendwie was geändert. Feel No Pain auf 4 plus statt 5 plus oder irgendein Bonus oder so, weil das gibt's ja durchaus. Also wir haben jetzt hier mit keinen Formationen oder so gespielt, einfach Modelle hingestellt, hier fertig Arschlecken. Naja. Aber ich weiß nicht. Geiles Game, alle hochmotiviert. Wasteland. Ja, die Zuschauer warten auf den nächsten Report, hab ich gesehen. Ja, kommt auch. Ja, kommt alles noch. Bis dahin muss dieses Cash and Loans reichen und natürlich der Opel. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.